Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Nachdem es schon lange her ist, dass ich einen Computer habe spielen lassen, habe ich jetzt den Avogadro 7 spielen lassen. 15 Minuten Partie, 10-fach beschleunigt. Dadurch lief die Zeit dann 10-mal schneller ab, sodass auch der lahmarschige Gallipo das bedienen konnte. D4C54 2462 hat der Gegner vermutlich. D5, E5, E4, da kann man auch viel aus den eigenen Partien lernen, auch eröffnungsmäßig finde ich gegen Schachcomputer Springer C3. Das findet er sogar besser als C4, nehme ich mal an. G6, F4, Läufer G7, Springer F3, wieder Rufzeichen. Springer D7, Läufer B5, A6, Läufer D7 schlägt, der wird dann weggetauscht, Läufer schlägt, Springer F schlägt E5. Ja, wenn der Läufer schlagen würde, würde der Springer neben der Bauer nehmen, da hätte man diesen ja, recht praktischen Bauern hier auf D5. DE5 schlägt, Rochade, Springer E7, D6. Hier möchte der Avogadro schon auf Aktivität spielen, das findet der Fritz nicht besonders gut hier. Springer C8, Läufer G5, F6, Springer D5. Boah, das droht schon eventuelle Gabeltricks. Rochade, Springer C7 greift ja den Turm an, der zieht beiseite. Springer E5 schlägt, hier geht es los. Der Avogadro 7 beginnt zu kombinieren, zu glänzen. Dame D5, Schach, König E8. Der Turm wird genommen und jetzt muss er natürlich die Dame nehmen. Weil, wie man sieht, ist ja sonst die Springergabel am Start. Das hat er wohl übersehen. Springer F7, Schach, König E8, Springer D8 schlägt. Die Dame ist weg, Läufer D6. E5, Läufer C6, Dame F7, Schach, König A6, Dame G8. Hier wurden schon die Mats angesagt. Läufer C7, G4 nimmt dem König die Felder weg. Man soll ihn da nicht vor sich hertreiben. Läufer E5. Und dann ist einfach Springer F7, Schachmatt. Ich finde eine sehr schöne Partie. Da kann man aus seiner Öffnung einiges draus lernen. Aus dem Schachcomputer nicht alles, aber einiges von dem taktischen Sinn. Und gerade in diesem Wuselschach, da waren die Fidelities ja sowieso immer ganz gut dabei. Und ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.